Herzlich willkommen, Manuel, 24. Ja, hallo. Manuel, guten Morgen. Hi, Domian. Erstmal möchte ich sagen, ich will ein Kompliment machen, dass du deine Sendung so spitze machst seit all den Jahren. Dankeschön. Ich bin einer deiner größten Fans. Ich danke dir, sehr nett von dir. Und wirklich, ich finde es so super, wie du die Leute mal aufbaust und deine ruhige Art und alles, es beruhigt einfach. Und deswegen schaue ich mir halt immer wieder gerne deine Sendung an. Vielen Dank. Ich freue mich über das Kompliment. Was ist dein Thema? Weswegen hast du angerufen? Ja, also bei mir ist so, ich sollte vor 2 Wochen heiraten, am 5. Januar. Mhm. Und meine Braut, die Angie, also meine eigentliche Braut, hat sich seit dem 4. nicht mehr gemeldet und ist abgehauen zu ihrer Cousine. Ach. Und wie weit weg abgehauen? Ja, in der gleichen Stadt, aber sie geht nicht mehr ans Telefon ran. Die Jalousien sind unten, die Autos stehen manchmal dran, manchmal nicht. Und das Ding ist halt, wir sind seit 3 Jahren und 2 Monaten fast zusammen. Und also richtig enge, normale Beziehung habt ihr geführt? Ja. Gute Beziehung. Zusammen gewohnt sogar. Ich denke schon richtig so Schweizerfälle, wenn ich so darüber jetzt wieder nachdenke. Ich habe es ja gerade dem Kumpel von der Regie gesagt und so. Ja, ich weiß das ja nicht, deswegen entschuldige, wenn ich ihn nochmal frage. Es geht wirklich unter die Haut. Also wir wollten heiraten. Ja, deswegen fragte ich gerade nochmal. Also 3 Jahre eine richtige Beziehung, zusammen gelebt, ja. Und alles war gut. Alles war super. Alles war gut. Ja, es gibt immer wieder Streit und hin und her. Und okay, und für den 5. war richtig Hochzeitsfest geplant? Also es war so, wir sollten nicht kirchlich heiraten, das wäre zu groß geworden, sondern wir haben auch Standesamt. Ja. Und das Ding war, ich habe alles schon gezahlt, 6.500 Euro muss ich anfallen wegen dem Catering und diesem ganzen Zeug und alles. Mhm. Und wie gesagt, einen Tag bevor... Wie viele Gäste waren schon geladen? 230 Gäste. So, und ja. Am 4. Januar, am 5. sollte die Hochzeit sein, am 4. Genau. Januar ist sie abgehauen? Sie ist abgehauen und sie ist zu ihrer Cousine und hat sie mir noch geschrieben, ich werde zu eifersüchtig, ich habe sie eingeengt und Und ihr habt bis zum, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, weil ich das so wahnsinnig finde, ihr habt dann bis zum, sagen wir mal, bis zum 3. Januar gemeinsam im Detail diese Hochzeitsfeier und die Hochzeit geplant. Ja. Alles wurde besprochen zusammen. Alles wurde besprochen. Hattest du den Eindruck, dass sie auch mit Freude dabei ist bei den Vorbereitungen? Guck mal, ich sage dir ganz ehrlich, sie hat das meiste gemacht. Sie hat sogar das meiste gemacht. Sie hat das meiste gemacht und deswegen war es für mich halt der größte Schock. Und guck mal, ich will dich auch gar nicht anlügen. So, wir hatten viel Streit. Ja, ich habe ein paar Fehler gemacht. Ich habe sie geschlagen. Wann? Ein halbes Jahr davor. Ah ja. Und, warum? Warum? Das weiß ich selber nicht. Ich war angetrunken. Mhm. Und ich hätte es nicht machen sollen, ich weiß. Aber sie hat mich einfach provoziert, da sind Worte gefallen, sie hat meine Mutter beleidigt und so, meiner Meinung nach, sie hat es verdient. Und jetzt, im Nachhinein tut es mir schon leid. Ja, also, und sie hat auch Atteste ausschreiben lassen und war bei der Polizei mit blauen Flecken im ganzen Körper und hin und her. Aber danach haben wir uns wieder einbekommen, dann ist auch alles wieder super gelaufen. Und wie gesagt, und das war jetzt auch nicht irgendwie jetzt der Grund, dass... Stopp, Manuel. Weißt du, wo ich gerade aufgehorcht habe, was du gesagt hast? Die hat das auch verdient. Nein, keine Frau hat das verdient. Ja, das darfst du nicht sagen, das will ich gar nicht hören von dir. Nein, aber sie hat meine Mutter beleidigt. Ja, egal, dann schlägst du nicht die Frau. Das ist kein Grund. Das ist nicht der Grund, dass du eine Frau schlägst. Hast du recht. Guck mal, ganz ehrlich, ich habe auch sehr viel von dir abgeschaut, du hast eine sehr ruhige Art. Und ich schaue deine Sendung seit 2 Jahren und es hat mir wirklich geholfen. Und ich habe dich gesehen, ich habe gedacht, ganz ehrlich, dieser Mann, er macht es auch so mit der ruhigen Art, dass er durchkommt im Leben. Und habt ihr denn jetzt im Dezember beispielsweise im Dezember auch nochmal gestritten? Ja, aber ich habe sie nie wieder angefasst danach. Ich habe sie 2-mal angefasst. Mhm. Einmal davon, okay, meinetwegen ist die Hand auch kurz, einmal hat sie verdient, aber ich habe es nie wieder gemacht und ich würde es auch nie wieder tun. Du hast es schon wieder gesagt, ne? Sie hat es verdient. Sie hat es nicht verdient. Ja. So, aber was meine Frage gerade war, war denn die Stimmung denn schon doch, war die angespannt in den letzten 4 Wochen vor der geplanten Hochzeit? Schau mal, Domian, ich sag dir ehrlich, so danach war alles cool. Sie hat die ganze Hochzeit organisiert. Mhm. Und wie gesagt, es war alles super. Es gab keinerlei Anzeichen dafür, dass sie irgendwie ausbrechen würde hin und her. Mhm. Auch mit der Familie war ich super cool. Kann ja sein, aber ich vermute mal, dass in ihr eine ganze Menge da passiert ist in den Wochen vor der geplanten Hochzeit. Ja,
ja, guck mal, das ist auch ein Druck, guck mal, außerdem, das heißt, sie ist gerade 19 geworden. Ja. So, sie ist ein junges Mädchen eigentlich noch. Und ja. Wie gesagt, ich glaube, der Druck wurde ihr einfach zu viel und deswegen hat es abgebrochen. Im Endeffekt, die Scheiße ist halt, ich habe ein Jahr oder über ein Jahr jetzt gespart für diese Hochzeit und das ist jetzt alles aus meiner Tasche. Mhm. Und ich werde mir das Geld auch wiederholen, weißt du wie? Die wird es mir wieder geben, das ist mir egal. Wo willst du es dir holen? Ich werde es mir von ihr oder von ihrer Familie holen. Was heißt dir holen? Ich werde es mir zurückholen. Ja, was heißt zurückholen? Wie? Ich weiß es nicht, aber ganz, ich werde es erstmal auf die friedliche Art versuchen, natürlich. Ja, ich misstraue dir so ein bisschen, wenn du mir sagst, ich hole das Geld zurück, da sehe ich dich schon wieder da mit... Ich hab dir versprochen, ich werde sie nie wieder anrühren. Okay. Aber das Ding ist einfach, ich bin auch ein sehr ruhiger Typ und ich war auch danach im Anti-Aggressionskurs. Okay. Und alles bei der K1-Army, ich habe auch alles gemacht. Okay, jetzt lass uns mal nicht mal über das Geld reden. Am 4. ist sie abgehauen. Hast du mit ihr seitdem nochmal Kontakt gehabt? Ein SMS von ihr, ich wäre zu eifersüchtig, ich hätte sie eingeengt, ich hätte sie im Stich gelassen. Und seit 2 Wochen habe ich wirklich konstant jeden Tag bei ihr angerufen. Mhm. Als sie da weg war an dem 4., da musste sie dir doch irgendwas hinterlassen haben. Sie musste auch dir hinterlassen haben, ich will nicht heiraten oder irgendein... Sie hat mir geschrieben, ist alles zu viel geworden und deswegen bricht sie aus. Und hat ihre Cousine mir nochmal gesagt, ach so, weil sie ist ja selber zu feige, um mit mir zu sprechen. Da hat ihre Cousine gesagt, ey, pass auf, so, ich kann sie verstehen und sie wird auch nicht mehr kommen und lass sie in Ruhe. Und ich war total im Schock, weil die war eigentlich immer so die coolste von allen. Und ich habe es halt nicht verstanden, warum die so auf einmal so unterstützt hat. Und hast du jetzt den Eindruck, dass... Leck dich alle am... Fickt euch, so, was soll die Scheiße, weißt du wie? Hast ich war für die ganze Familie war ich immer da. Ja, langsam. Hast du den Eindruck, dass die Sache für sie endgültig vorbei ist? Ja, für sie hundertprozentig. Mhm. Ganz sicher. Also, ganz ehrlich, wer sich nach 2 Wochen nicht meldet und ich war 3 Jahre mit ihr zusammen, ich glaube nicht, dass sie noch irgendwas für mich empfindet. Ja. Ganz ehrlich, und wenn ich ihre Cousine sehe, ich sage ganz ehrlich, die kriegt von mir eine Ohrfeige. Nein, fang nicht so an. Nein, Manuel, fang nicht so an. Nein, komm, hör auf. Reite dich da nicht in weiteren Stress rein. Reite da nicht in weiteren Stress rein. Das ist jetzt wirklich ausgesprochen bescheuert gelaufen alles. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Was willst du denn machen? Gar nichts. Ganz ehrlich. Wenn gar nichts. Ein Tag vor der Hochzeit... Ja, ist schlimm. Aber was willst du machen? Gar nichts. Und ich bin so ein guter Mensch. Ja. Gar nichts. Überhaupt gar nichts. Was willst du tun? Aber was soll ich jetzt machen? Gar nichts. Lass die Frau in Ruhe und nimm es erstmal so, wie es ist. Wenn die in irgendeiner Weise Interesse noch hat, wird die sich von sich aus schon melden. Hör auf, da anzurufen, hör auf, Simse zu schreiben. Aber denkst du, sie wird zurückkommen? Ich glaube es nicht, wie du mir das gerade geschildert hast. Ja, weißt du, das Problem ist, du denkst doch, ich bin Schläger, weil mir 2-mal die Hand ausgerutscht ist und dass ich sie nicht verdient hätte. Aber du weißt gar nicht, was diese Frau für Probleme gemacht hat. Manuel, das mag ja alles jetzt sein, aber wir reden jetzt darüber, was... Du bist auf ihrer Seite. Nein, es geht jetzt darum, was du jetzt tun sollst, damit du auch gut wegkommst. Darum geht's doch. Und du kommst am besten weg, wenn du jetzt stillhältst, wenn du nichts machst. Was ist mit dem Geld? Was ist mit dem ganzen Geld, was ich gespart habe? Ich bin Asylant, ich habe keine Kohle gehabt. Ja, würde ich jetzt erstmal das Geld auch erstmal hinten anstellen, bevor du da in großen Stress... Könnt ihr von der Redaktion bei ihr anrufen und das klären? Was? Könnt ihr von eurer Redaktion, von Domian Redaktion, anrufen? Ja. Bei ihr anrufen? Ja. Nee, das können wir nicht machen. Wegen Geld jetzt? Nein, das können wir nicht machen. Also, weißt du, das ist natürlich sehr mistig mit dem Geld. Aber ich finde erstmal, dass du... Aber mein Herz ist viel mehr wert als das Geld. Eben. Ja, deswegen finde ich, dass du dich erstmal beruhigen musst. Das ist noch so frisch. Diese geldliche Geschichte wird sich schon irgendwie regeln. Du sollst bloß keine Dummheit machen. Vergreif dich bloß nicht an irgendjemandem. Nee, ich will das auch nicht mehr. So. Ich habe so oft schon getrunken und mich selber geschlagen. Ja, genau. Manuel, wir melden uns mal gleich nochmal bei dir. Hätte ich ein besseres Gefühl. Vielleicht können wir noch ein paar Sachen mit dir besprechen. Okay? Kann ich mit einem Psychologen von euch reden? Ja, so werden wir es gleich drehen. Dann nächste offen, wir melden uns gleich nochmal. Dumme, kannst du einmal winken, weil meine Mama schaut auch immer nach. wie heißt denn die Mama mit Vornamen? Angelina, ich grüße dich sehr herzlich. Kannst du winken einmal für meine Mama? Nein, das ist albern. Ich habe jetzt Angelina gegrüßt und dann ist es auch gut. Du legst auf, wir melden uns gleich nochmal. Okay? Alles klar, tschüss. Danke, tschüss. Sitz doch hier nicht und winke. Wo sind wir denn?